Hallo und herzlich willkommen zu Rage Mode auf dem Gomma HD Server und heute gibt es leider nur ein kürzeres Video, das heißt kein Let's Build und auch kein besonderes anderes Video, sondern in Anführungszeichen nur PvP. Und das liegt vor allem daran, dass ich übers Wochenende wieder nicht zu Hause bin und natürlich trotzdem noch was Cooles aufnehmen möchte. Und Rage Mode habe ich in letzter Zeit ein kleines bisschen gespielt, das heißt, ich habe jetzt hier 14 Level und ich weiß nicht genau, wie viel das ist, so im Vergleich. Ich habe hier schon einige gesehen, die haben 310, also richtig viel ist das jetzt hier auf alle Fälle mal nicht. Aber ja, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Spiele gemacht, zumindest in letzter Zeit aber einige. Und mal gucken, wie jetzt die Runde wird. Ich hoffe mal ganz gut, denn ich habe leider nur Zeit, eine einzige Runde aufzunehmen. Das heißt, ich muss das Gameplay in jedem Falle nehmen. Und wenn ihr hier schon mal so reinguckt, wie ihr seht, bin ich hier YouTuber. Und ihr fragt euch vielleicht, wie kommt denn das? Und da braucht ihr mich auch gar nicht groß fragen. Denn ehrlich gesagt, so ganz genau weiß ich das gar nicht. Ich wurde mal vor einiger Zeit YouTuber gemacht und seitdem habe ich das. Ach Mist. Seitdem habe ich YouTuber und dementsprechend bin ich natürlich auch dem Gomme-Server ein bisschen hier ein bisschen das schuldig, dass ich hier Videos mache, denn im Prinzip ist der Server wirklich sehr, sehr geil. Ich würde sagen, der momentan beste deutsche Server und der einzige Server, der momentan konkurrieren könnte, wäre meiner Meinung nach DustMC, nur leider ist DustMC noch nicht so richtig durchgestartet, weswegen, ja, das noch etwas dauern könnte, bis DustMC da auch nur halbwegs konkurrenzfähig ist. Auf DustMC dürft ihr wie immer mal gerne vorbeischauen und genauso natürlich auf Gomma HD. Es sind ja auch im Prinzip andere Spielprinzipien, die da behandelt werden. Wobei sie sich natürlich auch nicht total voneinander unterscheiden. Das heißt, zum Beispiel Surf gibt es sowohl bei Dust als auch hier. Wobei das, glaube ich, unterschiedlich gemacht ist. Das Einzige, was ich auf Gomma momentan spiele, ist tatsächlich hier Rage Mode. Und um ehrlich zu sein, den Rest kenne ich auch nicht so wirklich gut, also was es da sonst noch für Spiele gibt. Ich muss mich hier mal ein bisschen rumprobieren, was man davon auch als Video gut zocken kann. Eine 5er-Killstreak. Ja, leider habe ich es mit dem Schneeball nicht gepackt, den hier jemanden zu killen. Na, schade, dass ich den jetzt nicht getötet habe mit dem Pfeil. Und ein Lag. Geil. Naja, also Lags gibt es auf dem Gomme immer noch, was ich aber bei fast 2000 Usern eigentlich, das kann man vertreten. Ich würde sagen, das nehme ich jetzt den Servermachern nicht böse, denn ich glaube, das ist dann auch irgendwann ein Problem von Java. Da macht die Leistung, glaube ich, kaum noch einen Unterschied. Wobei das wahrscheinlich auch wieder eine Sache ist, wie man das alles programmiert und einrichtet, und ich habe davon ja keine Ahnung. Aber wenn man einen traditionellen Server macht, ich glaube, das ist von der Leistung noch relativ unabhängig. Bei solchen Userzahlen ist es einfach wahrscheinlich eine Sache, wie die Datenbank da irgendwie gemacht ist oder wie das überhaupt so insgesamt funktioniert. Wobei ich davon echt wenig Ahnung habe, also kann ich jetzt hier nicht kompetent was zu sagen. Oh, schade, gestorben. Wow! Zum Glück wurde ich nicht mit einem Schneeball umgebracht. Das ist immer mein größtes Problem. Das hasse ich so richtig, wenn da einer mit einem scheiß Schneeball kommt und mich umbringt. Ja, haben wir denn hier den nächsten Gegner? Da vorne, komm. Jawohl! Das kostet genau das. Naja, ich bin immer noch Erster, zum Glück. Wobei, meistens ist es so, ich bin meistens ganz am Anfang, bin ich fast immer eigentlich hier Erster. Zumindest momentan, weil ja, so alt ist ja das jetzt auch noch nicht hier, der Server und alles, und die Leute kennen es vielleicht noch nicht so. Aber meistens ist es dann so, am Ende ist dann doch ein anderer besser, dann werde ich nämlich häufig so 5-mal von so einem Schneeball getötet. Dementsprechend bin ich dann meistens Dritter oder sogar manchmal Vierter, und dann deswegen heißt das Ganze wahrscheinlich Rage Mode, zum einen wegen den Lags und zum anderen wegen diesen blöden Schneebällen, die einen immer wieder die Punkte nehmen, die man eigentlich schon hart erkämpft hat. Und gerade wenn man mit dem Bogen gut ist, ist das natürlich ärgerlich, wenn man dann viel mit dem Schneeball getroffen wird. Weil man ja im Prinzip den Skill hat zu gewinnen.
nur leider das Pech, mit einem blöden Schneeball abgeworfen zu werden, den man ja auch überhaupt nicht kommen hört. Wobei man eigentlich hier nichts kommen hört. Oh, jawohl, das war jetzt zwar ein bisschen gespawn-killed, aber sonst dreht sich diese andere Person auch um und killt mich wiederum. Und es ist ja dann einfach halt, das ist dann halt einfach, man muss halt dann killen. Da gibt's kein Nix und so. Na, na. Oh, das. Ihr seht, ich bin nur noch 50 Punkte vorne. Das ist natürlich ein vager Vorsprung, denn wenn man bedenkt, ein Schneeball würde mich schon wieder zurückschmeißen. Eigentlich auf das Niveau, was ich dann gar nicht mehr haben möchte. Weil ich dann schlechter als der Nächste bin. Dementsprechend versuche ich immer, was zu reißen. Wo sind denn jetzt überhaupt hier Gegner? Darf doch nicht wahr sein. Ich bin doch nicht hier alleine auf der Map. Was ist da los? Da! Gegner! Bam! Wer ist da hinten? Der da. Komm. Jawohl. Und da hinten ist einer. Ah, aber das möchte nicht so recht funktionieren. Oh, wow, wow. Nein, nein, nein. Scheiße. Naja, zum Glück kein Schneeball. Ah, 430 Punkte, das ist noch kein besonders großer Vorsprung. Ich habe schon Spiele erlebt, da wurde ich mit 800 oder so nicht Erster. Also manchmal geht es ja echt ab. Ab, wie Sau. Ah, komm, wo sind denn jetzt hier Gegner? Oh, wow, 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 wow. Wo ist denn der? Nein, wo ist denn der? Den habe ich gar nicht gesehen, wo war denn der? Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin immer noch Erster. Warum gucke ich das überhaupt nach? Meistens ist es so, davon werde ich dann nervös. Und dann kann ich nicht mehr richtig spielen hier. Das ist eigentlich richtig scheiße. Na, komm. So. Schneeball, Schneeball, Schneeball. Nein. Oh mein Gott. Das war Glück. Das war so knapp. Und nochmal gekillt. Ja, das war jetzt Spawn-Kill. Tut mir echt leid. Der war gar nicht so schlecht geworfen, der Schneeball. Ich kenne ja auch Leute, die sind so richtige Skiller mit dem Schneeball. Das ist auch gefährlich. Also wenn Leute so richtig gut damit sind, die machen nicht nur ordentlich Punkte, weil Punkte gibt es ja so gar nicht so krass, aber die nehmen vor allem allen anderen eigentlich die ganzen Punkte weg. Und das wäre beinahe ein Selbstmord gewesen. Deswegen bin ich schnell zurückgerannt. Da hinten ist einer, aber das war natürlich so nicht besonders toll geschossen. Und meistens, das ist das Coole, die Leute rennen mir immer in die Pfeile rein. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Aber meistens, oder zum Beispiel den jetzt, ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass ich diese beiden jetzt eben getroffen habe. Der eine ist in dem Moment dahin gerannt, in dem ich gerade da den Pfeil hatte, ja. Und der andere, den habe ich auch irgendwie mehr so aus Glück als aus Verstand. Also ich habe natürlich schon gezielt. Aber trotzdem, das war jetzt nicht wirklich geplant, dass ich den treffe. Also, manchmal ist es irgendwie ein bisschen creepy. Nein, Mist. Ah, da ist jetzt gerade wieder so ein Lag. Ja, ich möchte mich jetzt nicht auf den verbeißen, genau, weil dann kommt von hinten irgendwo einer. Und nimmt mir natürlich das Leben. Ja, der ist weg. Weg durch Bauen, kämpfen. Und dahinter, ja. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Unfassbar. Manchmal bin ich aber auch erstaunt, dass ich hier gewinne. Also das ist, um ehrlich zu sein, manchmal faszinierend. Oder jetzt zum Beispiel, jetzt war ich gut und ich bin nicht Erster. Das finde ich erstaunlich. Aber die Runde ist zu Ende. Ich finde, das sollte noch ein bisschen mehr angekündigt werden, damit man ja, das sollte noch ein bisschen mehr angekündigt werden, dass man... Okay, die Leute sind sehr freundlich heute. Auf alle Fälle, das sollte noch ein bisschen mehr angekündigt werden, dass man dann so sagen kann, und gleich ist zu Ende, und gleich ist zu Ende. Aber wahrscheinlich habe ich einfach nur irgendwo die Zeit verpasst. Ich glaube, da ist rechts in der im Scoreboard ist da auch noch eine Zeit angegeben. Ich weiß es nicht genau. Und ich hänge heute leider keine Runde hinten dran. Tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt leider aufhören.
mein Vater kommt bald mich holen und dann bin ich erstmal weg übers Wochenende. Heißt, das nächste Video kommt dann wahrscheinlich Dienstagnachmittag oder Mittwochnachmittag. Und dann wahrscheinlich auch wieder ein Let's Build. Also seid gespannt bis dahin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liked, wenn das der Fall war. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis dann und tschüss.